Herzlich willkommen bei Pitch. Heute spielen wir ein relativ einfaches Level. Das ist eigentlich, ich habe das vorher noch nicht gespielt, sondern es ist relativ easy, so dass man das eigentlich nicht groß vorbereiten müsste. Man sieht nur, dass hier der Roboter sich immer irgendwie aleatorisch bewegt und da, das ist ja da ganz schnell hin und her fliegt, aber es macht eigentlich nichts, weil man kann immer schön ausweichen. Die Entwickler haben immer daran gedacht, dass immer ein Ausweg da ist. Und diese zwei Scheinwerfer, die sind eigentlich auch nur zur Belustigung dabei. Und im Endeffekt dauert es auch nicht lange, bis der Typ da unten endlich mal die Tür aufgemacht hat. Insofern ist das eigentlich also wirklich eins der wirklich sehr, 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 sehr einfachen Rätsel. Goodies! Au, oh, das ist sogar hier mit... Nein. Nein! Das kann nicht dein Ernst sein! Das ist jetzt hier so ein Oma-Rätsel oder was? Oh. Alter Schwede. Wozu brauche ich denn hier die Zeitbomben? Kann ich auch gar nicht gebrauchen. Hier, da kann ich drüber springen. Da kann ich drunter springen. Und jetzt... Ah, darüber... Ja, nein. Weg. Gott. Gott, und jetzt... Oh. Mein Herz. Obwohl das voll unlogisch ist, weil Roboter haben ja keine Muskeln, die irgendwie aufgeben oder so. Das heißt, er könnte sich auf jeden Fall da hochziehen. Aber jetzt kann ich mit ihm reden. Böser Roboter! Es ist aus, Ken! Deine Herrschaft hier ist zu Ende! Jetzt sag mir, wie ich den Verkehr wieder ins Rollen bringe. Launisches Kindchen! Ich habe immer dem rechtmäßigen Herrscher dieses Planeten gedient! Meine Niederlage ändert gar nichts! Diese Welt ist immer noch in den guten Händen. Königlichen Händen. In königlichen Händen? Bryce? Der Prinz? Willst du mir damit etwa sagen, dass er hinter all dem steckt? Er hat schon immer ein doppeltes Spiel gespielt und das genau vor der Nase dieser dummen alten Monarchen. Es ist zu spät für dich, Kind. Der Gefangene in deiner Obhut wird nie an seinen rechtmäßigen Platz zurückkehren. Und du wirst diesen Planeten nie mehr verlassen. Ich habe den Pfad verbaut oder so ähnlich. Ciao! Ciao, sagt er. Wie der immer noch lacht. So. Alter Schwede. Das war jetzt mal eine Sequenz insgesamt. Jetzt haben wir unglaublich viele Upgrades bekommen. Nur noch keine Munition dafür. Und ich befürchte, wir begeben uns jetzt in Richtung... Oh. Professor! Prinz Bryce steckt hinter allem. Die Okkupation des Planeten. Er war es die ganze Zeit. Er hat dieses Monster Ken dazu benutzt, all die zu unterdrücken, die sich gegen ihn erheben wollen. Ich fürchte, ich habe noch schlechtere Nachrichten, Kind. Ich habe das Geheimnis hinter dem Verkehrsproblem enthüllt. Die Busse fahren wie bisher, doch sie finden den Planeten einfach nicht. Sie finden den Planeten nicht? Was soll denn das heißen? Hör gut zu, Junge. Das leuchtende Ding, das du bei dir hast, ist wichtiger, als es aussieht. Dieses Juwel ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Wesens des Mondes. Sein Geist sozusagen. Und ohne Geist ist er schutzlos, schwach und damit leicht manipulierbar. Bryce wusste das und hat es ausgegraben. Und wozu? Was kümmert ihn der Mond? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der schlechten Nachricht. Indem Bryce das Juwel gestohlen hat, hat er auch die Macht über den Mond an sich gerissen. Wenn ich richtig liege, hat er den Mond zu seiner Kursänderung gezwungen. Das heißt, wir entfernen uns von unserem alten Sonnensystem und ziehen den Planeten mit uns. Das geht schon seit Jahren so. Und wer weiß, wohin er uns gebracht hat. Ach, deshalb der lahmgelegte Verkehr. Meiner Theorie nach müssten wir das Juwel, das du beide trägst, zum Mittelpunkt des Mondes bringen. Und wenn wir zu unserem eigenen Sonnensystem zurückkehren wollen... Ha ha ha.
Gut, ich bin's, Hörnest. Wir haben deinen Fortschritt verfolgt. Es ist ein absoluter Skandal. Diesen Verrat durch Prince Bryce wird man niemals vergessen und auch niemals verzeihen. Ihm muss um jeden Preis das Handwerk gelegt werden. Es ist unerlässlich, dass du dich auf zum Mond machst und das gestohlene Juwel zurückbringst. Auch wir machen uns bald auf den Weg und stoßen so schnell wir können zu dir. Viel Glück. Frag doch mal die benachbarten Farmer, ob sie wissen, wie man zum Mond kommt. Na klar. Die Bauern hier sind ja alle hier freizeitmäßig bei der NASA auch dabei. Farmen. Was ausnahmsweise mal nichts mit Minecraft zu tun hat. Oder mit LOL. Oh, ist aber hübsch hier. Fast die idyllischste aller Gegenden, in der wir bisher gewesen sind. Guck an. Noch ein Farmer. Es ist selten, dass ein Mond so nah um seinen Planeten kreist. Der Legende nach sind der Planet und der Mond so nah, weil sie ineinander innigst lieben. Einander. Sie wurden sogar nach dem Liebespaar einer alten Geschichte benannt. Humphrey und Thelma. Humphrey und Thelma? Humphrey und Bogart vielleicht. Wir kriegen was Neues. Steinchen. Mal gucken. Ein Farmer namens Astor benötigt 6 Haufen Kies, um einen Beutel zu füllen, der dir später zugutekommen wird. Okay. Entschuldigen Sie, Sir, ich suche einen Weg zum Mond. Wissen Sie, wie man da hinkommt? Gerüchten nach soll zwischen dem Planeten und dem Mond mal eine Treppe gewesen sein. Einige glauben sogar, dass es diese Treppe schon zu Zeiten gab, als der Planet noch unbevölkert war. Wenn das stimmt, müsste sie uralt sein und ist bestimmt schon in sich zusammengefallen. Sie existiert, da bin ich mir sicher. Ken hat etwas davon erzählt, dass sie versteckt ist. Vielleicht ist sie ja da und wir sehen sie bloß nicht. Ich mach dir einen Vorschlag. Wenn du mir Kies für diesen Beutel hier bringst, darfst du ihn behalten. Toll. Angeblich kann man damit nämlich verborgene Objekte enthüllen. Vielleicht findest du ja dann deine Treppe. Ich brauche 6 Haufen Kies, um den Beutel zu füllen. Die sollte hier in der Gegend eigentlich leicht zu finden sein. Haha. So. Gar nicht so einfach hier an die Sterne zu kommen. Alles so ein bisschen schräg. Der Untergrund ist so ein bisschen schräg. 2 haben wir schon. Mensch, das ist doch schön, dass wir mal hier so ein bisschen durch die Pampa laufen dürfen. Ach, guck mal an, hier ist das schon die Treppe. Mal gucken, ob ich weiter hochkomme. So. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Keine Kühe, keine Schafe, keine Ziegen. Aber ein Blumenstrauß. Ob man da unten noch irgendwas machen kann? Ich werde es nicht riskieren. Vielleicht ist es mal eine Folge, wo ich wenig sterbe. Das wäre doch mal was. So, zurück zu Farmer so und so. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß gar nicht, ob der Namen hatte. Aber das hier scheint doch die Treppe zum Mond zu sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Oh, komm schon. Lauf schneller, kleiner Kurt. Aber nach dieser ganzen, nach dem ganzen Stress ist das eigentlich mal ganz nett, wenn man hier so ein bisschen rumläuft und nicht unbedingt Angstschweiß an den Fingern hat. Ah, da sind wir. Da vorne ist eine alte Ruine. Die Überreste einer alten Treppe, habe ich gehört. Wenn ich du wäre, würde ich da suchen. Viel Glück, Kleiner. Du hast soeben einen Beutel Kies erhalten, dank dem du jetzt alle verborgenen Plattformen sehen kannst. Na. Da bin ich ja mal gespannt. Ah, der scheint aber unendlich Muni zu haben. Das hat ja wohl mal gar nicht funktioniert. So wollt ihr mir jetzt hier... Ach, wie krass.
Aber ist schon ganz cool. Aber wenn ich das noch in Verbindung habe mit irgendeinem Monster, was mir hinterherläuft, dann ist das sehr anstrengend, würde ich mal denken. Aber ganz cool. Also es ist cool gemacht. Uah. So, ab jetzt müssen wir 10 Tage lang hier... Ob ich hier auch meinen Strahl benutzen kann eigentlich? Ja. Nicht bewegen, Kurt. Da geht's weiter. Okay. Das ist ja echt ein Ratespiel jetzt hier. Und man hört immer noch jemanden jazzige Musik spielen. Ah, guck mal an. Da oben geht's weiter. Mein Ziel ist es, nicht einmal runterzufallen. Oh, hier scheint irgendwas direkt über mir zu sein. So. Boah, schon wieder über mir. Yes. Wir haben es in den sichtbaren Bereich der Treppen geschafft. Da hört man jetzt auch schon den Wind rauschen. Es gibt ja in China so einige Tempel, die man besuchen kann, die auch über so ewig lange Treppen geht. Und ich habe mal so ein Video gesehen von so einem Typen, der ist an so einem, an so einer Felswand entlang, die so ganz spartanisch befestigt war. Nur mit so ein paar, Eisenbändern, so Drahtseilen irgendwie, wo man dann und dann so ganz rudimentär in den Stein gehauen. Das war schon scary, muss ich sagen. So. Meine Fresse, wenn wir jetzt runterfallen würden, dann würden wir tief fallen. So, ich mache jetzt aber hier einen auf Nummer sicher. So. Die uralte Feder, die schon seit Jahrzehnten hier ist. Pam! Ab zum Mond! Oha! Wir sind hier schon im Meteoritenhagel und Kurt bewegt sich immer so leicht weiter. Das heißt, ich habe jetzt in eine Richtung wahrscheinlich ein verringerte... Nein! Ich falle wieder zurück auf die Erde. Eine verringerte Sprungreichweite. Und in die Richtung wahrscheinlich... Ja, so ist es. Kann ich weiterspringen. Oh, ist das fies, ey. Muss man echt aufpassen, wo man landet. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich die Strahlen benutze? Ich kann die Strahlen hier überhaupt nicht benutzen. Auch gemein. Oh. Überall eckt man an, überall stößt sich der arme Kurt sein Schädel. Wow,
Boah, es wird immer lauter hier, der Wind. Das ist doch kein Ort, wo ein Prinz hausen mag. Achso, wir wollen ja auch nicht zum Prinzen, sondern wir wollen den Mond wieder befreien. Ah! Dabei hat doch die Mütze von Kurt überhaupt gar keine Ohrenschützer. Boah, das war knapp. Alter Schwede, hier ist die Ozonschicht oder was ist das hier? Was soll das sein hier? Ist ja lustig. Was? Ach cool. Das ist der Weltraum. Das ist ja cool. Ah, okay, wir kommen da tatsächlich rüber. So. Die Gravitation ist hier anders. Juhu! Das ist ja cool. Der Weltall. Hey, wir haben es geschafft. Oh nein! 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 Und von wegen Weltall. Wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. So, darf man denn hier? Ah, hier kann man sowas machen. Okay. Ist auch schön, dass ich jetzt so ein bisschen Klaviermusik dazu gepackt habe. So ein bisschen Ballett. Ach, guck mal! Ein Roboter-Satellit, der im Hintergrund vorbeifliegt. Auch sehr schön. So. Ist die Frage, ob ich hier so weiterkomme oder nicht. Yes. So gefällt mir das, ja. Man stürzt nicht, man hat keine Feinde. Das finde ich gut. Schon wieder ein Satellit. Der von RTL. Oh, guck mal, da oben sind andere Planeten. Oh, da sind ja richtig viele Planeten. Oh, die stoßen gegeneinander. Stoßen die auch... Kann ich da drauf laufen? Tatsächlich. Das ist ja witzig. Zack, ich kann die schieben, die Planeten. Und zack, ich bin einfach drüber gesprungen jetzt. Ach, man fühlt sich so schwerelos. Leute, hier mache ich mal eine kurze Pause und betrachte voller Hochachtung das Weltall. Der kleine Junge Kurt ist schon einen langen Weg gelaufen und kann sogar im Weltall atmen. Unfassbar. Die Sterne funkeln. Es ist so romantisch. Habt einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge.